Gut, so. Wir haben die 10 Dublonen, um das Ding jetzt hier zu bauen. Wir haben 3 neue Arbeiter. Wir bräuchten, glaube ich, langsam auch schon eine zweite Bauhütte vielleicht. Ich glaube, das Ding sieht daneben ziemlich wack aus. Not gonna lie. Vielleicht tatsächlich sogar hier hin, oder? Weiß nicht, was hier sonst noch so Großartiges hinkommen sollte. Ah, das gefällt mir auch nicht so super. Hundertprozentig toll, Knorkel, wunderbar. Okay. Oder vielleicht auch hier so ein bisschen an den Hang. Ja. Dann nehmen wir erstmal 2. So weit, so gut. Dann wird jetzt unser Sägewerk fertiggestellt. Dort haben wir dann auch noch jemanden. Ja. Hoffen wir erstmal eine ordentliche Menge an Brettern, hoffentlich. Okay. Ich versuche gerade nachzuvollziehen, wieso hier scheinbar keine Beeren gekauft wurden. Also Northbury kaufte 12 Bretter für Lagerhaus, aber wieso keine Beeren? Also wir haben ja hier Beeren. Ach so, vielleicht müssen die ja. Nee, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So, Sägewerk Numero Dos, direkt. Volle Kanne. Wir versuchen jetzt zum Bretter Exporteur Numero Uno zu werden. Sorry. Ich mache hier schon mal. Ich wähle schon mal 100 aus, glaube ich. Dass wir auf jeden Fall auch selber dann immer genug haben an Brettern. Das ist ja auch wichtig. Wir fangen, glaube ich, langsam wieder an, Werkzeuge und Stoff zu kaufen. Da kann sich auch hoffentlich bald unser unsere Handelsroute verbessern schon mit Northbury. Das wäre sehr, sehr cool. Haben wir sonst noch irgendwas Neues jetzt hier? Bauernstein haben wir noch nicht. Wein haben wir nicht. Gold haben wir nicht. Golderz haben wir nicht. Brauchen auch noch nichts davon. Da hat sich, glaube ich, erstmal nichts groß verändert. So, Beeren. Wir produzieren. Wir sehen halt nicht so wirklich dann, wie viel, wie schnell wir produzieren, ne? Aber muss passen. Wir haben Nahrungsmangel. Wir brauchen, glaube ich, einfach noch einen zweiten Marktstand, der Beeren verkauft. Und ich denke, wir klatschen hier oben vielleicht noch einen hin, in dieses Wohngebiet. Ich glaube, das macht Sinn. Weil, also hier soll ein größerer Markt das noch entstehen. Hier kommen dann noch mehrere Sachen in Zukunft wahrscheinlich hin. Und hier dann allerdings hier oben würde dann quasi nur das Nötigste verkauft werden, einfach damit die Leute hier oben halt zufrieden und happy sind. Also hier ist so schön am Eingang quasi für dieses Wohngebiet, wäre natürlich auch nice gewesen, aber da passt jetzt leider nichts mehr hin. Deswegen käme das dann dort irgendwo in die Ecke. Oder an den Rand, vielleicht besser gesagt. Boah, der ist ja schon sehr random hier. Also ich kann es aber auch hier hinklatschen, aber da ist ja dann auch wieder unser Forstgebiet. So. Und hier werde ich vielleicht nochmal das Wohngebiet dann hinten raus erweitern. Irgendwann. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen.
Emsig. Wie können die Sachen schon freischalten? Ach so. Was? Okay. Dann versuchen wir jetzt erstmal Geld zu machen und dann die Sachen alle freizuschalten, oder? Erstmal alles auf dem ersten Niveau, auf dem ersten Level freischalten. Was haben wir hier jetzt nochmal? Ist da, oh, Fischerhütte super, super cool. Waren auch cool. Steinmetzhütte auch. Ist eigentlich alles super cool. Alles. Alles in diesem Level ist eigentlich cool. Wir versuchen jetzt erstmal gut Geld zu machen und dann das Geld für diese ganzen Sachen aufzuwenden. Steuern. Ja. Nahrung kümmere ich mich jetzt drum. Nur ich sehe den Marktstand hier nicht mehr wirklich. So. Beeren. Die können wahrscheinlich auch noch im Markt hin, ne? Schlecht, auch nicht dumm. Ja, aber mache ich damit Geld? I don't think so. Womit würde ich noch Geld machen? Doch, wir müssen gerade tatsächlich so denken mit behauenen Stein. Stein mit zu tun. Dann mache ich das. Dann schalte ich das schon mal frei. Und fange an, behauene Steine zu produzieren. Und damit noch mehr Geld zu scheppeln. Ich glaube, jetzt werfe ich so den Kapitalismus-Modus an. Let's go. Da oben unsere Bretterproduktion auch schon ordentlich am abgeben. Mir Stein schon voll, wir haben Holz schon voll. Bretter hier auch fast. Da nochmal Stein. Das heißt, wir brauchen nochmal ein neues Lagerhaus. So schaut's aus. Kann ich. Könnten wir hier direkt nochmal ein weiteres Lagerhaus hinbauen? Vielleicht gar nicht mal die schlechteste Idee. So. Oder? Ich finde es nicht schlecht. Ich baue da unser nächstes Lagerhaus hin. Hier unsere Steinmetzhütte ist schon fertig geworden. Das ging ja auch echt schwuppdiwupps. Und dann. Wir noch einen weiteren Baumeister. Dann wieder bei den Träger. Da habe ich schon gar keine Arbeitslosen mehr. Und ja, hier werden die letzten Bäume immer noch abgebaut. Das habe ich, glaube ich, schon vor einer halben Stunde gesagt. Und der Gottesdienst ist schon fast voll. Ich brauche bald schon die zweite Kirche. So, Lagerhaus ist gebaut. Das heißt, da benötigen wir dann auch noch neue Träger. Wir werden hier sammeln wieder einmal Bretter. Nochmal behauene Steine. Holz. Und wir lassen uns einen offenen Slot. Also Holz und Stein ist halt, aber Stein wollen wir jetzt ja umbauen, genau, umbauen. quasi wollen wir es umbauen. Ich denke, das ergibt Sinn. Also wir fangen jetzt hier an, erstmal eine gute Menge an behauenen Steinen zu produzieren. Ich hoffe, der verbessert sich auch zügig. Nur ein Neuankömmling. Der wird dann natürlich hier direkt zum Träger. Es ist schade, dass hier dann irgendwie so dieses Wiesenstück dann da standen ist, weil es sieht ein bisschen unpassend aus. Ansonsten hier so mit diesen Lagern. Hat auch irgendwie was. I don't know.
Haben wir hier auf der Seite von unserem Dorfzentrum das Gutshaus, hier haben wir unsere Kirche, hier haben wir dann unser Lager, hier unser Markt und hier dann später die Taverne. Ist doch so perfekt. So, we need those, aber noch nicht, ne? Naja. Sollen wir dann stattdessen Mineralvorkommen jetzt schon? Brauchen wir auch noch nicht. Mache ich. Wo wollen wir denn dann anfangen gleich? Also wir haben ja hier erstmal festgestellt, zunächst können wir die Sachen mit Goldmünzen kaufen. Und dann bräuchten wir für diese ganzen Sachen ja die Einflusspunkte. Okay. Ha. Gute Frage. Ich glaube, Militärfahrtfläche. Was weiß ich? Auch könnte hier ein Militärfahrtfläche machen, oder? Oder hier ist auf diese riesen Sandbank. Wie cool wäre das denn? Oder auch auf diese. Und auf beide. Ich finde es nicht so einfach. Ich hätte auch richtig Bock, halt hier sehr viel in Glios zu investieren, weil die auch relativ viel zurückbringen, tatsächlich. Mit der Weinherstellung zum Beispiel, mit Bienenzucht, mit Wachs halt und Honig, Klosterküche, die haben halt sehr viele coole Sachen. Deswegen. Ja, Bearbeiterschaft auch gefühlt so. Königreich. Klingt halt auch. Hängt halt auch was zu hören, ne? Aber ich gehe erstmal hier in den Klerus. Hier den zweiten Träger. So, Bahornesteine. Gefühlt die Produktion verläuft ziemlich langsam. Dann müssen wir überlegen, ob wir vielleicht sogar einen zweiten Stein aus eigentlich uns gönnen. Ich würde sagen, ja, tun wir. Genau so, wie wir auch ein zweites Sägewerk direkt gebaut hatten. Wir wollen Cash Money. Das ist unser Ziel momentan. Cash Money. Und das sieht doch mal nach einem Dorf aus. Ach ja, I like it. Ich glaube, das wird echt ziemlich wild aussehen, wenn wir weiterkommen. Und das Einzige, was worüber die Leute nicht happy sind, sind bei uns die Steuern. Das kann ich mir, also das verkrafte ich. Okay, wir haben hier langsam auch schon einige Sachen gesammelt. Bretter schon fast voll Holz. Auch schon eine Menge gesammelt. Die behauenen Steine sollten dann langsam auch einfliegen. Hier unsere Steinerne Allee. Wie sieht die Attraktivitätsgeschichte aus? Ja, wir haben hier quasi dann unsere niedrigere Attraktivitätszone. Ein Wohngebiet. Ja, ist so eine Sache, aber hier baut auch niemand, obwohl hier wir jetzt einige Jobs in dieser Area auch geschaffen haben. Und stattdessen laufen die Leute alle immer noch diesen Weg, habe ich das Gefühl. Von mir aus. Okay, wir können jetzt die beiden hier mal unternehmen. Das war nichts mehr im Lager, weil hier ist quasi schon alles freigehauen. Ja, und jetzt weiß ich auch nicht. So. Wir haben jetzt erstmal eine ganze Menge neue Arbeitslose. Lass uns jetzt mal überlegen, was machen. Wir nehmen gleich erstmal hier einen dritten Träger dazu. Und dann wollen wir ja weiter Geld machen, ne? So, wir fangen an, gerade behauene Steine zu produzieren und wollen sie dann auch verkaufen, aber das dauert momentan ein bisschen. Wir haben Bretter, haben wir en masse. Bretter haben wir gerade en masse. Bieren nicht. Wir brauchen eine weitere Bärenbrauerei.
Sammlerhütte. Plus. Und hier denke ich vielleicht schon ein bisschen weit. Guck mal hier, oder? Also, weil passt da so sonst noch was hin? Ja, so nicht, ne? Also, so nicht. Ja, dann komm. Klatschen wir das da hin. Plus, wir könnten anfangen, Fisch zu sammeln. Aber Fisch wäre halt nur für uns, ne? Fisch können wir nicht verkaufen. Können wir erst an Davenport verkaufen, was ein bisschen braucht. Dafür bräuchten wir das Brot, was wir aber auch schon an Mittel verkaufen könnten. Und dafür bräuchten wir die Landwirtschaft. Dafür bräuchten wir aber auch fruchtbaren Boden und relativ viel Platz, was wir nicht haben. Deswegen Fische eigentlich praktischer wären für uns. Aber eben nicht, um wirklich Geld, an Geld zu kommen. Kleidungsproduktion, auch das benötigt etwas Platz, aber das könnten wir eher noch aufbringen. Ich glaube, es wird erst einmal die Fischerhütte. Nee, ich bin ja... Oh, ich habe ja hier das Territorium noch gar nicht freigeschaltet. Boah, es ist 250 Münzen und 10 Münzen pro Monat und halt für eine Fischerhütte oder 2, 3. Ja, es war jetzt ein bisschen Wasting Money, ne? Weil das ist gerade noch nicht dran, actually. Dann ist actually eher die Kleidungsproduktion gerade dran. Und das wird jetzt halt immer teurer, oder? Das hat ja vorher auf 50 gekostet, oder bin ich lost? Ach ja, es ist, schwierig, 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 schwierig. Da muss ich jetzt mal... Haben wir die Möglichkeit für eine Kleidungsproduktion? Wir haben... Hier nochmal die Grenzen der Produktion. Ich finde es, glaube ich, wirklich cool, hier eine Militärfortschritt zu bauen. Und dann vielleicht irgendwann noch mal im Late Game hier oder sonst wo. Das wäre, glaube ich, nice. Deswegen, dieser Platz ist dafür quasi schon mal reserviert. Aber hier hinten raus habe ich ja echt noch eine Menge Platz. Hier könnte ich durchaus anfangen, so einen Kleidungsproduktionscluster hinzuklatschen. Hier vielleicht noch mal so ein bisschen Wohngebiet, das bräuchten wir eigentlich nämlich auch dann nochmal an der Stelle. Ja, dann machen wir das. Kleidungsproduktion. Bei Kleidung brauchen wir, um diese Handelsroute freizuschalten. Und davon nichts verkaufen zu können, weil wir davon noch nichts produzieren. So viel zum Thema, wir wollen Geld machen. Ja. So, wir brauchen eine Schneiderei, wir brauchen Weberei, wir brauchen Schäferei. Wir würden gleich Schneiderei. Und dann werden wir eher hier hin. Ich mache hier nochmal die Attraktivität an. Also wir würden dann hier anfangen, wieder ein Wohngebiet zu bauen. Das heißt, wir können hier eine Schneiderei hinbauen. Dann fangen wir hier, glaube ich, an so einen Marktplatz. Nee, dann da kommt der Marktplatz hier hin. Ich hatte ursprünglich gedacht, hier einen Marktplatz hinzubauen. Aber dann kommt er, glaube ich, eher hier hin. Wir haben hier auch unsere Beeren direkt. Wir haben hier dann unsere Kleidung. Wir haben dann da nichts, was wir verkaufen können. Vielleicht irgendwann mal Haushaltswaren oder so. Bis dahin wird es aber auch wohl noch ein längerer Weg sein. Dann brauchen wir eine Weberei kann gut und gerne hier von mir aus auch in Richtung des Industrieviertels quasi kommen. Ich fände es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn die nicht so direkt an der Straße dran ist, sondern halt so ein bisschen noch offen. Nach offen, also sind nach unten offen ausgerichtet. So, dann brauchen wir natürlich unsere Schäfereien.
unsere Schäfer rein. Nämlich meines Erachtens hier hin und. Ich versuche mal hier ein bisschen was zum Abbauen. Aber wahrscheinlich kommen die erstmal gar nicht bis dahin. Ein bisschen weiter entfernt davon zu bauen, das ist natürlich auch nicht immer optimal. Aber. Also ich werde zwei erstmal bauen. Hier eine. Wir haben gleich schon gar kein Geld mehr, um noch eine zweite zu bauen. Und die käme dann, glaube ich, ungefähr so hier hin. Also da, wo die Leute gerade mitten durchlaufen. Ja, guck mal, das ist doch schick. Das ist doch schick. So, Schneider. Er hat noch nichts zu tun. Ist Stoff was? Die Weberei macht Stoff. Das heißt, wir haben hier schon 20 Stoff und der wird dann... Okay. Das heißt aber auch, ich kann hier schon mal anfangen, das hier abzuschalten, weil wir jetzt ja demnächst bereits den Stoff selber herstellen. So, hier. Wir brauchen dringend mehr Beeren wieder. Wir brauchen Steine, um sie zu verkaufen. Warum nur Steine? Wir wollen Steine verkaufen. Warum nur Steine? Da fange ich mal an, dann ab. Erstmal 25. Bretter verkaufen wir, Beeren verkaufen wir, Holz verkaufen wir, Kräuter können wir demnächst auch verkaufen, dafür brauchen wir ein Kloster. Auch da werde ich mich drum kümmern. Ich werde die Sachen schon mal freischalten. Aber dann, ich werde erstmal hier die Schäferei auch noch bauen. So, und dann werde ich das Wohngebiet einzeichnen. Okay, die bauen schon. Das ging schnell. Okay, dann käme hier, glaube ich, der Markt so hin, oder? Sie wollen halt auch nicht direkt neben den Schafen dann sleepen. I respect that. Ja, kommen die, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, hier muss ich ein bisschen Platz für den Militär verlassen, wobei ich den halt auch, also ich kann ja auch sagen, ich arbeite den eher in diese Richtung als in diese Richtung. Deswegen muss ich mir jetzt ja, glaube ich, nicht zu sehr einschränken. Weil ich habe jetzt auch gar nicht so viel Platz für ein neues Wohngebiet. Aber ich glaube, das sollte auch ungefähr reichen. So, Zonen wieder aus. Wir brauchen Weber, wir brauchen dann gleich natürlich die Schäfer. Wir haben hier Neuankömmlinge. Oh ja, das wird was. Das wird was. Und dann haben wir halt auch in diese Richtung quasi schon fast alles getan, was wir tun können. Und dann müssen wir gucken, dass wir uns in die andere Richtung ein bisschen ausbreiten. Also hier, dort und dann natürlich auch dafür die Fische und so weiter. Und genau, wir wollen ja auch dann demnächst unser Kloster haben. Da kann ich mir ja schon mal Gedanken machen, wo das Ganze denn stattfinden soll. Wir haben hier diese Kuhle. Ich weiß noch nicht so ganz, was damit anfangen werde. Weil da auch hier Stein und Beeren, da muss ich dann halt auch schauen. Puh. Ich mache mal hier die Territorien an. Das Ding ist so steil, da kannst du halt kein Kloster hinbauen eigentlich. Oh, direkt die vier. Natürlich. Die hatte ich ja auch schon erwartet an sich. So, das Ding.
bis ich es nicht mehr missbrauchen soll. Und dann haben wir auch noch zwei Weberinnen. Wie gesagt, kommt ja auch demnächst der Markt hin. Erstmal wollte ich es eben nochmal abchecken. Ich könnte halt auch hier versuchen, quasi das Kloster direkt, ne, neben der Kirche und so. Was wollte ich hier nochmal bauen? Hier wollte ich Wohngebiet eigentlich bauen, ne? Weil es würde ja passen. Ich kann ja hier so, mal ähnlich wie da, so eine, also so breit ungefähr, dann hier Wohngebiet. Dann hier Kloster. Und hier würde ich wahrscheinlich dann Nahrungsproduktion wieder ersehen. Ich denke ja, aber das wird kritisch, weil das reicht halt noch nicht ganz, ne? Das Gebiet, also hier. Weil sonst kann ich das halt auch hinten raus ein bisschen erweitern zu nehmen. Da kann ich hier anfangen, hier mal ein kleines Kloster hinzubauen und dann noch da ein bisschen hinten zu erweitern. Ja. Aber wie gesagt, wir müssen weiter Geld machen. Ich will erstmal möglichst viel freischalten, was wir dann haben, um dann die Sachen auch tatsächlich halt zu nutzen, zu kaufen und so weiter und so fort. Lagerplatz voll für Bretter. Ach. Da will ich ja eigentlich viel verkaufen, ne? Ja, ich glaube ich. Oh! Oh, das hätte ich vielleicht tun sollen. Das. Damit werde ich ein bisschen vielleicht warten, oder? Na komm. Lassen wir ein Edikt. Okay. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Da werde ich halt auch alles von machen. Und hier nochmal. Ja, gut. Das wird eins nach dem anderen jetzt auch sowieso kommen. Dann kann es weitergehen. Wir. Oh, danke schön. Sehr nett. Das Geld, das bräuchte ich tatsächlich. Dann können wir nämlich hier die Sachen alle schon mal freischalten. Wie gesagt. Oh, ja. Das wollte ich dann. Ein neuer Rad. Ja. Also ich hatte in meinem eigenen privaten Spielstand hatte ich erstmal ein Kloster nur für Mönche gebaut und dann war ich so. Weiß ich auch nicht mehr. War das sinnvoll? Vielleicht kann ich ja auch jetzt, sag ich mal, nur für Nonnen. Aber ich glaube, es ist halt entspannter, nur für ein Geschlecht, weil dann brauche ich halt nur ein Dormitorium. Und nicht direkt zwei. Dann mache ich jetzt mal, glaube ich, für Nonnen. Wär der Plan. Ui, ganz viele neue Bewohner und jemand kommt hier angeritten. So, erstmal abchecken. Haben wir Jobs frei? Ah, tatsächlich nicht wirklich. Aber gut. Ah, da muss ich erstmal wieder was Neues bauen. Dankeschön. Juli. Also, wir produzieren jetzt langsam anfangen Kleidung. Was heißt, wir können diese Handelsroute freischalten. Ui, sehr, sehr nice. Ha, schwierig. Schwerter produzieren wir noch nicht, sammeln wir noch nicht, nix. Werkzeuge brauchen wir selber, produzieren wir auch noch nicht. Brot. Wir können aber hier auch bald schon anfangen, eigentlich theoretisch, oder? Dann hier, Werkzeugherstellung. Ah, dauert noch ein bisschen. Oh, wobei, bald haben wir schon 50 Volt schon. Das dauert, glaube ich, doch gar nicht mehr so lange. Brot wird nicht das nächste sein. Aber es ist jetzt ein bisschen so die Sache. Also ich bin eher dazu vielleicht Sachen von denen zu kaufen. Wie sieht's denn bei diesen Leutchen aus hier? Behauene Steine, das dauert halt noch ein bisschen. Die brauchen hier ein bisschen länger. Kräuter, wie gesagt, das Kloster. Das Kloster steht an. Aber ist noch nicht so weit.
Ja, dann schaue ich hier erstmal nochmal rein. So, wir haben hier noch theoretisch den Platz, um noch so ein Haus da irgendwie dazwischen zu quetschen. Das geht. Und hier wird auch sogar noch ein zweites Haus gebaut gerade. Wie es aussieht. Yep. Das ist perfekt. Und dann käme hier quasi mein Militärfort hin. In Zukunft. So, hier haben wir unsere Schafe. Wir produzieren Wolle. Wir produzieren Stoff. Wir produzieren Kleidung. Wir brauchen noch einen weiteren. Weiteres Lagerhaus, um die Sachen dann auch zu lagern. Ich glaube, hier ist doch eigentlich ein optimaler Spot, weil hier kommt eben nicht mein Markt hin. So, der Markt kann ich hier hin, aber es ist noch ein bisschen Platz. Also ich kann hier noch zum Beispiel noch eine weitere Schneiderei, wir können auch eine weitere Weberei oder sonst was irgendwie hinbauen. Das ist auch alles noch. Im Rahmen der Möglichkeit könnte ich auch theoretisch hier noch dann, je nachdem, wo jetzt das Wohnhaus entsteht oder auch eben nicht entsteht. Ja, Zufriedenheit. Naja, gut. Weiß auch nicht, was ihr für Probleme habt. Kirche sollte schon voll sein. Yes. Nee, noch nicht. Wir versuchen, uns erst klar zu machen. Bevor wir halt den Punkt bei den einzelnen Ständen erhöhen. Eins nach dem anderen. Unser Markt wird großartig sein. Yes. Ach so. Habe ich dafür ein Zeitlimit? Nee, habe ich nicht. Ja, dann ist ja easy. So. Fertig ist unser Lagerhaus. Und wir sammeln hier auf jeden Fall. Stein und behauene Steine, das ist ja literally direkt hier daneben. Des Weiteren Kleidung und Wolle. Kleidung. Wir bräuchten halt irgendwie irgendwo auch noch was zum Sammeln von Ach nee, ich wollte hier eigentlich Stoff. Genau, ich wollte hier nämlich Stoff auswählen und dann bräuchten wir eben noch was für zum Wolle sammeln. Ich glaube, hier käme noch ein weiteres Lagerhaus dann hin. Also hier hätte ich vielleicht dann Platz nochmal irgendwas anderes hinzuklatschen, aber dann. Hier erstmal noch ein Lagerhaus hin. Da würde ich dann Holz. Diese Bretter plus halt Wolle Stoff sammeln. Das ist auf jeden Fall hier, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, einiges an Lagerhäusern schon mal zu platzieren, dass wir da auch für alles Platz haben. Das ist natürlich halt wichtig. Wenn man die Sachen hat, ist halt die eine Sache, aber wenn man keinen Platz dafür hat und die dann nicht entsprechend auch speichern kann, ist das ein Problem. Und das mit den Beeren ist auch echt so ein Ding. Das geht hier immer weiter runter. Wir können hier auch gar keine mehr sammeln. Das heißt, wir müssen tatsächlich anfangen, wieder Beeren zu kaufen. Es geht, glaube ich, nicht anders. Es ist schade, es ist doof, aber so sieht's aus. Und dann müssen wir natürlich auch unsere Kleidung, die wir gerade sammeln, anfangen zu verkaufen. Und zwar können wir das noch nicht tun bei den anderen umliegenden Dörfern, sondern nur für unsere Bewohner selber. Dafür brauchen wir einen Markt mit einem Warenstand. Wir wollen hier noch einen Markt bauen, wir wollen diesen Markt erweitern. Genau. Und dann können wir auch unsere Dorfgemeinschaft eben zu Gemeinden aufsteigen lassen. Das wäre dann die folgende Stufe. Ja, und all das werden wir dann im Folgenden tun und zwar nicht mehr in der jetzigen Sitzung. Das werde ich dann verschieben. Ja, wenn ich das nächste Mal Zeit habe. Und das wird vielleicht morgen sein, das wird vielleicht erst nächste Woche sein. Das kann ich jetzt leider noch nicht sagen. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf, was kommen wird. Und ich glaube, das wird ziemlich cool. Ich habe richtig Bock. Ich finde diesen Seed hier, wenn auch
anspruchsvoll mit den Hügeln. Finde ich ihn doch sehr, sehr, sehr schön. Und deswegen, ja, wie gesagt, freue ich mich darauf, dass es weitergeht mit diesem Stream und halt auch mit den Folgen auf YouTube, wenn es hoffentlich klappt. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.